Udo, willkommen. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier bei mir beim Whisky Bubbler. Und heute habe ich für dich ein Blind Sample dabei. Ein Löwerungsumschlag. Schauen wir mal, was drin ist. Blind Sample. Ich habe einen Brief gekriegt vom lieben Tosch. Sei gegrüßt, gute Tosch, Ralf. Wir haben uns bei Couvreur auf der Fahrt getroffen. Tosch meinte dann hier, ich schicke dir mal was vorbei. Wie gesagt, 3. Januar 2024. Wir haben jetzt April, 3 Monate steht es schon rum. Januar habe ich ja gefühlt kein Alkohol getrunken. Außer einer Ausnahme. Und ja, hat mir dann ein kleines Briefchen mit einem Blind Sample in der Hoffnung, dass ich das aufmache. Hier ist der Lösungsumschlag. Ich glaube, das ist Kerzenwachs oder so. Musst du hier so einen geilen Stempel musst du dir kaufen. Also, ziemlich schwer. Ich bin gespannt, was drin ist. Und ich bin gespannt, wie das Blind Sample ist. Ich habe den noch nicht gerochen. Kann jetzt natürlich rauchig sein oder so. Also, Tosch, schauen wir mal. Ich hoffe, die Kamera hält. Verdammt, es könnte wirklich rauchig sein. Naja. Das ist immer schwierig, wenn man hier Videos dreht. Wenn man nicht weiß, ob es rauchig ist. Ich weiß nicht, hat er irgendwas dazu geschrieben? Sind hauptsächlich Grüße. Er meinte aber, mal gucken, ob ich die Region, Alkohol, Volumen und die Fassreifung rausschmecke. Ja. So. Die Hälfte der Portion habe ich noch, falls ich das Video verbock. Schauen wir mal. Ich hätte am Anfang wirklich gesagt, dass das so vielleicht ein ganz leichter Rauch ist. Von der Nase. Ist auf jeden Fall schon mal Sherry. Ich meine, wenn man das Glas mal so ein bisschen hochhält. Ja, von der Farbe sieht schon sehr dunkel aus. In der Regel mache ich ja dann immer so mein Klassiker, dass ich sage, ich gucke nicht, dass ich irgendwas an den Händen habe. Dass man das so ein bisschen schüttelt. Und dann guckt, die Bläschen sind da, sind auch länger da. Ja, in der Hand würde ich auch sagen, man kriegt dann stärker den Rauch raus. Also gerade wenn du den Alkohol so ein bisschen auf den Händen verteilst, auf der Haut. Hat Tosch, glaube ich, auch immer gemacht. Also wir haben uns jetzt die letzten tatsächlich die Tage gesehen beim Drum Talk. Und ja, jetzt kommt der Rauch nochmal viel stärker. Also wir haben Rauch, wir haben durch die Bläschen entweder Alter oder eher eine erhöhte Fassstärke. Also über 46 Volumenprozente. Jetzt kriegt er auch so ein bisschen was Malziges raus. Malzig, strohig, rauchig. Von der Nase würde ich jetzt per se erstmal auf Eiler schließen. Könnte ein guter Eilerrauch sein. Ich hatte jetzt auch ein paar Mal mit ihm geschrieben. Er ist natürlich, war bei Couvreur dabei. Hauptsächlich über den Ralf, glaube ich, hat sich so die Verbindung ergeben. Wie gesagt, seid gegrüßt und war dann doch sehr rauchig unterwegs. Ein paar Mal mit ihm geschrieben hatte. Also es könnte schon so ein Malz sein von so einem Kilhomen. Es könnte ein Malz sein von einem Artback. Könnte aber auch ein bisschen Port Charlotte sein. Von der Nase ist erstmal noch schwer. Also man merkt den Cherry dahinter, aber man merkt auch viel Frucht. Ich überlege, ob es ein Erfolg sein könnte. So Lagavulin würde ich jetzt per se erstmal ausschließen. Von der Nase. Kalila könnte es noch sein. Er wirkt schon ein bisschen kräftiger. Ich muss mir vielleicht nochmal hier einen Wasserkrug gleich holen. Ja, aber so schön. So leichter Sherry. Dunkle Früchte. Rauch. Und ich würde es auf Eiler tippen von der Nase. Ja, probieren wir mal. Slanjwa, auf dich, Tosch. Ja, da fragt man sich, was ist das? Der Rauch ist doch so ein bisschen aschiger. Bitzelt schon ganz schön. Da habe ich ja gar nichts zu mitschreiben. Ich sollte mir, glaube ich, mal einen Wasserkrugzettel und Stift holen, um so ein bisschen was aufzuschreiben. Das ist natürlich blöd. Wo habe ich jetzt einen
Stift. Ah ja, machen wir es so. Ich blende es dann ein. Also ist jetzt gar nicht so krass übertrieben rauchig. Da ist ein Rauch da. Vom Alter, da ist natürlich jetzt schwierig. Ich habe so das Gefühl, es könnte doch sogar so ein Erfolg sein. Ich weiß nicht, ob ich mich da zu sehr auf ihn einstimme. Südküste. Eiler. Ich müsste jetzt hier aus dem Schrank so rausziehen. Da stehen meine Lafroix, mein Ugedal und so zum direkten Vergleich. Also was wollt ihr wissen? Alkohol. Alkohol hätte ich schon gesagt, sehr gefällig. Ist gar nicht so krass. Wirkt eher wie 52%. Sehr gut eingebunden. Hat aber dann doch ein gewisses Bitzeln, eine gewisse Kraft. Wirkt besser eingebunden, als er vielleicht ist. Also könnte vom Alkohol schon höher gehen. Wenn es so ein Lafroig fast starkes Ding wäre, ja, wenn wir über diese Batch Strengths reden, die waren nämlich auch so ein bisschen milder, die grünen Etiketten, dann haben die natürlich, glaube ich, so 56-57%. Ja, Fassreifung ist dann, ja, ein Sherry ist dabei. Wenn das dann aber dann, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob das da drauf steht. Also ich hätte so ein bisschen PX Oloroso, was Weiniges finde ich jetzt nicht. Ein bisschen malzig. Könnte natürlich auch so ein bisschen in Richtung... Ah, schwanke. Das ist schwierig, finde ich, bei Eiler. Ich könnte jetzt sagen, No Age Statement, 55 Volumenprozent Fassreifung. Irgendwie finde ich im Sherry-Fass. Ja. Aber da mache ich es mir irgendwie zu einfach. Dann ich müsste ja irgendwie rausschmecken. Also es könnte Lafroig Batch Strength sein. Dann wäre er 10. Dann würde es mit dem Alter passen. Da glaube ich Batch 13 stehen. Batch 13, 12, 12, 13 im Offen. Könnte so in die Richtung gehen. Dann haben wir einen 10-jährigen Lafroig in Fassstärke, der im Sherry-Fass, meine ich, auch gereift ist. Teilweise zu Anteilen. Ich weiß gar nicht, je nach Batch, ob die da unterschiedliche Zusammensetzungen haben, ob das so eine Mischung ist. Dann wäre das halt auch kein Finish, sondern wäre es eine Zusammensetzung aus verschiedenen Fässern, was den malzigen Stil plus den Sherry zusammenbringen würde. Wie gesagt, Alter steht jetzt gar nicht drauf. Aber wäre ja dann 10, Volumen und Fassreifung. Im zweiten Blick habe ich kurz überlegt, ob das ein Ugedal sein könnte, weil es mich an so einen Kilhomen-Malz erinnert hat am Anfang. Boah, das ist echt schwierig. Dafür ist er mir aber eigentlich so ein bisschen zu gefällig. Könnte auch länger offen sein, kommt immer auf die Batches an. Vielleicht so um die, wie gesagt, ich würde sagen 55% plus minus, könnte auch 54 sein, könnte auch 56 sein. Wärmt so ein bisschen hier im Hals. Der Sherry ist nicht komplett überladen, eher dezent, auch wenn er von der Farbe so aussieht. Schon dunkel, man kriegt ihn auch in der Nase, aber es, ich würde sagen, da sind auch Bourbon-Fassanteile dabei. Könnten Luffy 10 Fassstärke und Ugedal sein, ich weiß. Trotzdem, wenn man die Whiskys vergleicht, sind die schon unterschiedlich. Tja. Dann würde ich mich eher auf den Ugedal einschießen, glaube ich. Von der Malzsüße, vom malzigen Charakter. Ugedal, der dann 54 noch was Prozent, glaube ich. Fassreifung sind dann Ex-Sherry-Fässer. Ich meine PX-Fässer teilweise. Aber da bin ich mir nicht sicher. Eiler, komm, ich löse mal auf. Gucken, ob ich jetzt daneben liege, total. So. Na gut, am Wachs vorbeigerissen. Kann ich wieder zukleben. Sehr gut. Oh, jetzt kommt ein Text. Das muss ich erst mal lesen. Und dann noch, hier ist die Lösung. So, ich dachte... So, ich denke, Handschrift, ne? Das muss man erstmal lesen können.
Ich denke, ist für dich nicht schon zu schaffen, von 100 Destillerien. Ich denke, es ist 100% für dich nicht zu schwer zu schaffen, von 100 Distillery Whiskys. Von 100, da steht immer 100, oder? Von welcher Distillery er kommt. Für mich, seines Alters von 5 Jahren, ein ordentlicher Geschmack. Höre ihn selber mindestens auf 10 bis 12 Jahre getippt. Naja, okay, scheint 5 Jahre zu sein. 5 Jahre, ja, dann könnte. Aber nee, der Artback 5, Wee Beastie, hat glaube ich kein Sherry. Mit Rauch geht das oft. Bei der Destille benötige ich deine Einschätzung. Mein Freund und ich trinken auf einen Bunner oder einen Lagavulin. Ha, da hätte ich überhaupt nicht drauf getippt. Bunner könnte natürlich noch sein. Jetzt wird es auf jeden Fall irgendwie so ein 5 Jahre No-Age-Statement. Gruß Tosch. Also, wenn man diese Details hört, dann kann es natürlich nicht stimmen, was ich gesagt habe, weil dann weiß man die Brennerei nicht. Dann kann das natürlich so, könnte ein Port Escake sein. Und wenn es ein Port Escake, müsste man wirklich nachfragen, gucken, wer Ahnung hat. 5 Jahre ist aber schon jung. Also könnte es Richtung Bunner Stoischer gehen, auf dem Sherry-Fass. Mal gucken. Also ich lag wahrscheinlich auf jeden Fall daneben. Ein Maltman. Ah ja. The Maltman Secret Isla. Hier wäre es jetzt spannend. Also Meadowside Blending, MBI, 5 Jahre. Das ist natürlich krass. Manchmal verraten die das auf der Rückseite. Werde ich nochmal nachfragen, falls ich da was rauskriege. Isla-Region, habe ich 54,9%. Ja, die Volumenprozente passen. Ne? Ich habe ja gesagt 54-55%. Isla, mit dem Ugdal bin ich natürlich auch 5 Jahre. Also wie gesagt, 10 maximal. Hätte ich auch getippt, so vom Geschmack fast. Hätte es jetzt eher eine No-Age-Statement zugeschoben, weil dann doch ein bisschen Bourbon. Hier steht jetzt aber, destilliert 2013, bottled im Februar 2019, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Das sind ja dann eigentlich 6 Jahre, dann ist er nicht ganz so alt geworden. Bottle 505, Cask Nummer 11026. So, die Fassnummer sagt mir nichts. Woodtyp Sherry Butt. Ja, das hat man auch rausgekriegt. Also die Fassreifung Sherry kommt ganz klar raus. Isla Whisky kommt ganz klar raus. Ja, ist natürlich auch schwierig dann zu erraten. Das erklärt aber ein bisschen. Ja, vom Rauch, ist das jetzt ein Bunner? Manchmal steht es halt hinten drauf bei MBI. Müsste man mal nachgucken. Da sind dann die Anfangsbuchstaben der Abfüllung, ergeben dann Artback. dann weiß man, dass es ein Artback ist. Ich werde es jetzt nicht auflösen können. Theoretisch, ja doch, ich habe kein Handy. Ich filme gerade mit dem Handy, die Zweitaufnahme. Also ich werde es einblenden, gucken, was es ist, obwohl es jetzt noch spannend wäre, rauszufinden. Vielleicht müsste ich mir meinen Computer kurz schnappen und mal einen Cut machen. Dann probiere ich nochmal in der Whisky Base zu recherchieren, ob da was auf der Rückseite steht. Wie gesagt, von den Aromen, das könnte ich dann nochmal einblenden, Cut machen und einblenden. Ja, das kann alles sein, ne? 5 Jahre, Secret Isla. Also der Tipp Lagavulin, tue ich mich immer schwer. Ich habe eigentlich nur Secret Lagavulins getrunken. Classic of Isla. Ich finde, für einen Kalila ist er nicht trocken genug. Hat auch nicht so einen Speckrauch oder so. Ich finde, der Rauch ist auch ein bisschen dezent. Finde, der ist ja nur 5 Jahre, das wissen wir jetzt. Für diese 5 Jahre ist der halt nicht volle Rauch. Der ist schon so ein bisschen schmatzerig. Ist halt schwierig, was gibt ja auch keiner mehr was ab. Wie schmeckt ein neuer, aus dem Sherry-Fass gereifter Bomo, ja, heutzutage? Wäre jetzt auch nicht so der Stil, also ich hätte jetzt auch, wie gesagt, könnte ein Lafroig sein, könnte ein Artback sein. Ich hätte tatsächlich so ein bisschen auf Artback Kill-Home-Stil. Kill-Home kann ich mir, könnte natürlich auch was abgeben. Ich meine, die Fassstärke, schön eingebunden, der Sherry. Ich suche mal das Netz und gucke mal, ob was auf der Rückseite steht. 5 Jahre
54,9% da irgendwie. Also Whiskey Base ist leider kein Rückseitenfoto. Hier gibt es auf anderen Webseiten auch kein Foto von der Rückseite. Nee, man findet immer nur die Vorderseitenfotos. Also bei den Flaschen ist halt wirklich interessant. Da werde ich wohl den Tosch mal anpingen, mir ein Foto. Ja, guck mal, hier gibt es Frage. Ah ne, ist ein Secret Isla 13. Ja, es ist auch schwierig. Ich finde es jetzt nicht raus. Ich werde mal probieren, über einen Post rauszufinden, was es sein könnte. Probier es dann einzublenden. Dann könnte man vielleicht was ableiten. Manchmal geben die das Preis bei Meadowside Blending, dass sie darüber über die Anfangsbuchstaben da nochmal wie so ein Rätsel. Das sieht immer aus, als steht da überall das Gleiche drauf. Dem ist aber nicht so. Da sind extra Details drauf für was steckt da drin. Man könnte beim Händler oder so nachfragen. Manchmal gibt es da inoffizielle Notes. Steht aber am Ende nicht drauf. Wir wissen es nicht. Wir haben einen jungen Isla Whisky, 5 Jahre, der meiner Meinung nach ein bisschen älter wirkt. Die 10 Jahre kommen gut hin. Alkohol ist sehr gut eingebunden. Man kriegt die Sherry-Noten raus. Ja, ich habe jetzt gar nicht geguckt, was er kostet. Was wird man dafür zahlen? Das könnte vielleicht nochmal interessant sein. Ich meine, wenn 5 Jahre draufsteht, fast stark. Ja, man würde gern Fovi zahlen, aber in der Regel bist du eher bei 70 bei sowas. 70 Euro, 60, 70 Euro. Kann man mal machen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Auch wenn wir jetzt nicht so ganz an die Lösung kommen. Und ich würde sagen, ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Tosch, vielen Dank fürs Sample, fürs Verkosten. Bin gespannt, was du schreibst. Mach's gut und tschüss.